Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cadillac Drops hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, habt ihr jetzt hier unten ein kleines Kamerafenster. Ich habe mal die Webcam hier rechts neben mir installiert, aufgrund dessen ich mir den Blinkerhebel, was es letzten Endes sein wird jetzt, hier provisorisch erstmal nur installiert habe. Die Abdeckkappe, die habe ich schon gedruckt, die liegt aber hier irgendwo auf dem Tisch hier. Und ja, die Kabel, die hängen jetzt hier noch lose rum. Das USB-Kabel geht hier quer über den Tisch und an den Rechner ran. Ich will es euch einfach erstmal nur zeigen, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Also wie gesagt, die Box, die habe ich ja gedruckt, beziehungsweise haben wir die ja gemeinsam im Stream erstellt. Und wir gehen jetzt einfach mal ins Menü, in die Steuerung. Dann wählen wir uns hier Fahrzeug und ihr seht schon hier, Generic USB Joystick. Das ist im Prinzip der kleine Nupsi hier, der Joystick-Encoder, den ihr hier habt. Also mehr ist das nicht, das ist nur ein kleines Teil. Ist mir schon fast zu groß für das, was ich vorhabe. Aber kleiner habe ich es noch nicht gefunden. Wir gehen runter zu Lights. Hier ist es. Und ihr seht, ich habe hier schon mal getestet. Das machen wir raus. Blinker links. Und ich werde es festhalten jetzt, aufgrund dessen es ja nur mit doppelseitigem Klebeband installiert ist. Schalte nach oben. Seht ihr, springt es auf Taste 0 und blinke rechts nach unten und da springt es auf Taste 1. Das speichern wir. Schauen uns das Ganze mal im Fahrzeug an. Ich pausiere das Headtracking nochmal. Und ihr seht hier den Blinkerhebel und hier oben ist das Blinker-Symbol. Und da gehe ich jetzt nach oben, dann seht ihr, Blinker links und nach unten, Blinker rechts. Es gibt jetzt mit dem USB-Encoder nicht die Möglichkeit, dass wenn der Befehl quasi gegeben wurde, dass der sich selbstständig wieder löst. Das muss über die Art und Weise mit dem Lenkrad geschehen, wie es eigentlich im normalen Auto auch ist. Mit dem Arcase wird es gehen, da könnte man das einstellen, dass das nach einer Zeit wieder ausgeht. Aber mit diesem USB-Encoder ist es nicht möglich, aber das ist die einfachste Art und Weise, um das so umzusetzen. Allrad braucht man nicht. Was habe ich in der Folge vor? Erstmal natürlich die Funktion des Blinkers testen bzw. euch zeigen. Und ich möchte wieder ein paar Bullen kaufen und ein paar verkaufen. Dazu haben wir natürlich eine gute Fahrtstrecke, um einfach uns auch mit dem Blinker auseinanderzusetzen. Und ihr könnt mir dann auch mal sagen, wie ihr das mit der Kamera hier unten in der Ecke findet. So. Ich habe mir den 1000er MW-Truck ausgeliehen, weil der einfach der günstigste von allen ist. Meine Seitenkonsole habe ich jetzt heute, also die Seitenkonsole habe ich nicht dran, einfach um freien Blick auf den kleinen Blinkerhebel zu gewähren. So, da schauen wir natürlich erstmal in unserem Tiermenü. Wir haben momentan 80 Tiere. Die schauen wir uns mal an. Ich kann ja mit dem Anhänger 4 Tiere transportieren und ich werde jetzt auch wieder 4 verkaufen. Und dann nehmen wir einfach alle die über 2000 Euro Wert haben, um eben auch ganz einfach das Geld verdienen zu können. Ja, ne, genau, du musst natürlich, du hast keinen Bock, ne? Genau, und dann eben auch beim Händler, ich sag mal, wir verkaufen jetzt 4 Bullen, nehmen da ungefähr 9000 Euro mit ein und wir kaufen 4 neue und werden da wahrscheinlich, das steht ja hinter dem Anhänger, ja,
Typ. Und werden da wahrscheinlich um die... Hallo, Dienstgeister. Ich drücke jetzt übrigens auf J, um den anzulocken, aber gut, der geht. Dort kann er auch stehen bleiben. Da passt das. Mir fehlen natürlich jetzt einige Tasten von der Seitenkonsole, die ich so standardmäßig immer belegt habe, bzw. benutzt habe. Ich habe jetzt einiges aufs Lenkrad gelegt. Ja, heute ist Freitag. Jetzt war es die letzten Tage so relativ ruhig. Keine Videos gemacht, weil ich wirklich mit dem Teil, also mit den Teilen beschäftigt war. Dazu wird es später noch ein paar Informationen geben, aber das will ich erstmal für mich noch überdenken. Jetzt alle vier drin, ja. Für mich noch überdenken. Nicht, dass ich was Falsches erzähle. So, leg mal los. Wie gesagt, ich werde das hier immer alles ein bisschen unterstützen. Es ist nur mit doppelseitigem Klebeband festgemacht. Echt mit den vier Dingern so zu ziehen. Moment. Ich habe nämlich vorhin festgestellt, wenn man 9 USB-Joystick, also was ja in dem Fall der hier ist, anschließt, kommt irgendwie Windows durcheinander. Also der hat auch mein Lenkrad wieder nicht erkannt. Ganz komisch, jetzt geht's wieder. Und dann legen wir los. Da haben wir jetzt natürlich erstmal ein ganzes Stückchen, wo wir den Blinker nicht benutzen können. Braucht werden. Aber okay. Auf der linken Seite vom Lenkrad werde ich mir den rastenden, also das ist jetzt ein tastender Schalter. Und ich hatte ja erst zwei Rasthände, also die sind im Prinzip dann in der Einstellung stehen geblieben. Und der geht immer in die Mittelposition zurück. Der Rastende wird Fahrtrichtungsänderung darstellen und der Tastende halt für den Blinker. Und da relativ wenig Platz an dem Lenkrad ist, ich hätte es gern hier auf der Höhe, noch ein Stück höher. Aber das gibt der Platz einfach nicht her. Und deswegen ist er jetzt ein Stück nach unten gewandert. Aber ich denke, ist trotzdem relativ cool, weil man hat noch Platz ums Lenkrad rundherum und kommt aber trotzdem relativ gut immer hier so ran. Und dann können wir den Blinker schon mal anmachen. Schon geil. Ich fetz schon. Jetzt seht ihr schon, da hat der Lenkrad-Einschlag nicht gereicht, um den Blinker wieder auszuschalten. Das wird jetzt in der Kurve hier rechts wahrscheinlich einfacher funktionieren, einfach weil die spitzer ist. Genau, da geht der Blinker automatisch wieder aus. Ist ja auch im richtigen, also beim echten Auto so. Wobei ich glaube, der MB-Trag an sich, der, weiß nicht, gibt es das schon immer, dass die wieder ausschalten, die Blinker, oder ist das eine Erfindung der Neuzeit? Wäre mal interessant. Wenn man die Kurve natürlich etwas weiter ausholt, dann kommt man über den Lenkrad Einschlag hinaus und der Blinker geht automatisch wieder aus. Der USB-Encoder, der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Steckplätze der hat, man kann da unheimlich viele Tasten und Schalter anschließen.
mindestens 10, schätze ich mal, jetzt so über den Daumen gepeilt. Der könnte weitaus kleiner sein. Also wenn der 5 Steckplätze hätte, das würde völlig ausreichen. Gibt es jetzt aber, ich weiß nicht, ich habe noch nicht intensiv nach was Kleinerem gesucht. Gibt es vielleicht, aber für den, für die Funktion, die er erfüllen muss, ist auch der ausreichend. Das ist natürlich irgendwie so eine Spitzkuchen. Aber ich muss sagen, das ist schon cooler. Also ich habe ja nie Blinker benutzt. Und jetzt ja, macht auch das Spaß. Dann müsst ihr mal gucken, wie viel Lenkrad-Einschlag der benötigt, bis der ausgeht. Im Hintergrund, muss ich auch noch sagen, läuft der 3D-Drucker. Ich habe jetzt von den Boxen, wo der Taster drin ist, schon die, ich glaube, 4. Version in den letzten 3 Tagen erstellt. Weil mir immer wieder was Neues aufgefallen ist, was anders sein könnte. Und da war ich ja, relativ viel mit Zeichnen und Skizzieren beschäftigt, deswegen kam auch kein Video, weil ich das eigentlich fertig haben wollte. Und das die Möglichkeit hier, ups, das Lenkrad aus der Hand gerissen, die Möglichkeit zu blinken, bevor ich ein neues Video mache, ist mir jetzt gelungen. Und wir wollen gleich noch Bullen kaufen. Jetzt sind wir beim Händler. Da gehen wir wieder nach Preis. Ja, 1300, 1400, 1500 werden wir ungefähr ausgeben, um neue Bullen zu kaufen. Also wir haben im Prinzip ja, einen verkauft und können 4 neue von dem Geld wieder kaufen. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Gewinnerzielung. Ihr seht, ich habe jetzt hier meine Fahrtrichtungsänderung auf die Taste gemacht. Jetzt auf die Taste gemacht. Sonst ist es auf dem Side-Stick bzw. auf dem kleinen Joystick von dem Side-Panel. Jo, jetzt nehmen wir die 4 Kumpels noch mit. Im Prinzip könnte man mit dem Joystick-Encoder noch ein kleines, ich sag mal ein kleines Cockpit auf das Lenkrad bauen. Ja, ich pause hier mal das Headtracking. Ihr seht das ja, also ihr kennt ja euer Lenkrad selber. Und das hier oben prinzipiell genügend Platz. Und der Encoder gibt ja, wie gesagt, noch einige Anschlussmöglichkeiten her. Man könnte sich da eine Warnblinkanlage noch installieren, dann auch Licht ein-ausschalten, also mit Schaltern, könnte man alles machen. Wandert bei mir in die Seitenkonsole, die kann ich euch mal kurz zeigen, wenn ihr wollt. So sieht übrigens eine Orthese aus für das Kreuzband. Also aktuelles Bild von der Seitenkonsole, die ist grundiert und mit Füllspachtel bearbeitet, mehrfach. Hier kommen noch ein paar Alubleche hinzu, aber so wisst ihr jetzt erstmal den ungefähren ja, Bearbeitungsstand von dem Ding. Man kann das hier vielleicht sehen, es macht hier einen leichten Bogen. Ich habe mir von innen eine Platte noch gedruckt und die dran geklebt. Und das hätte ich nicht gedacht, dass die durch die zusätzliche Platte, das ist, das so nach innen zieht. Also da hätte ich die echt weggelassen, aber okay. Ist jetzt halt so. Ich habe das dann von außen mit dem ordentlichen Füllspachtel angeglichen und da geht es wieder scharf. So, wir haben jetzt hier die 4 neuen Hammel drin.
bring die noch schnell in den Stall. Die Folge wird jetzt etwas länger. Viel gequatscht. Ihr seht ja, also gehen wir wieder an. Ach was. Ah, seht ihr? Wieder was rausgefunden. Also wenn ich jetzt beendet hätte, hätte ich das jetzt nicht rausgefunden. Ich zeige es jetzt einfach nochmal. Ich betätige den Blinker nach unten. Geht jetzt auf der rechten Seite der Blinker an. Und wenn ich jetzt geradeaus fahre, beziehungsweise nur eine leichte Kurve, geht er nicht automatisch wieder aus. Wenn ich jetzt aber wieder drücke, geht er wieder aus. Klar, macht ja auch Sinn, ist auf der Tastatur nicht anders. Aber für das Handling eigentlich ganz clever. Im richtigen Auto macht man ja den Blinker im Prinzip, aktiviert man den nach unten, blinkt er rechts und wenn er da nicht automatisch wieder ausgeht, dann betätige ich ihn ja auch wieder, um den, sag schon, auszuschalten. So, jetzt genügend auf der linken Seite gefahren, jetzt fahren wir wieder ein bisschen rechts. Einfach nur cool. Das macht gleich viel mehr Spaß. Klar, ich habe jetzt momentan Angst, dass mir hier einfach das Klebeband versagt und das keinen Bock mehr hat. Aber das fetzt schon. Man könnte sich den im Prinzip auch auf die linke Seite bauen. So ist er ja im Auto auch, also da ist ja der Blinkhebel auf der linken Seite. Aber wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, da ist nicht genügend Platz, um beide Hebel unterzubringen, was mir natürlich das Liebste wäre. Es gibt eine Möglichkeit, dass man das Lenkrad, den Abstand hier zwischen dem Gehäuse vom Lenkrad und dem Lenkrad an sich vergrößert. Müsste man sich so eine Hülse drucken und die rein installieren. Sorry übrigens, wenn ich ab und zu mal nach rechts gucke, weil ich versuche dann immer auf den zweiten Monitor zu schauen, ob ihr mal ansieht. Druckt man sich so eine Hülse, die macht man dazwischen, dann müsste man aber wieder die Kabel von dem Lenkrad verlängern und das wäre alles an sich kein Problem. Ein paar Schrauben lösen, ein bisschen löten, Punkt. Aber das will ich nicht. Ich will ja mir eine möglichst einfache Alternative suchen und die habe ich jetzt mit dem Anbauort gefunden. Momentan noch nur doppelseitigen Klebeband. Wird sich dann hoffentlich nächste Woche mal ändern. Da fahre ich mal im Baumarkt und schaue mal, was die so hergeben. Genau, und dann geht's scharf. Ankommen, muss ich auch mal sagen, es ist wirklich gigantisch, wie ihr mir mittlerweile Feedback zukommen lasst und wie viele Abonnenten das mittlerweile sind. Also wir sind jetzt 231, sind es jetzt am 16.8. gewesen und das ist wirklich total cool. Also es freut mich sehr, dass viele auch nicht nur am Gameplay und an den Streams Interesse haben, sondern eben auch an der Art und Weise, wie man halt sowas basteln kann. Und das macht total Spaß. Vor ein paar Tagen habe ich sogar mit einem Zuschauer telefoniert und ich hatte ja immer gesagt, wenn ihr Fragen oder Probleme habt mit eurem System, wenn irgendwas nicht klappt, dann schreibt mich an, da findet man eine Lösung. Und ich habe eine Weile mit dem User telefoniert, weil er Probleme hatte, sein Lenkrad einzustellen, und da haben wir wirklich so lange gemacht, bis wir das gelöst hatten und
Das hat echt Spaß gemacht. War cool. Und ja, gerne weiter so. Und mit den Worten möchte ich mich auch verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Schreibt, was ihr von dem Blinker haltet. Sagt mal, was ihr von der Cam haltet. Es ist ja alles ein bisschen hell, weil nicht besonders gut eingestellt, aber egal. Genau, schreibt irgendwas in die Kommentare, was euch gut gefällt, was euch nicht gefällt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.